Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 auf der Multimap 2018. Tja, in dieser Folge habe ich schon mal den Düngerstreuer hier gestartet, beziehungsweise die Feldspritze mit dem Dünger. Wir sind auf Feld 24, wo... Was macht er jetzt? Keine Ahnung. Wo wir Zuckerrüben angebaut haben. Wo will er denn hin? Achso, er macht da oben weiter. Gut, alles klar. Auch nicht schlimm. Hauptsache, er macht was. Tja, was machen wir heute Schönes? Ich habe den anderen Gabelstapler schon mal... Nein, den nicht. Den schon mal zum Shop gefahren. Damit wir auch hier die kürzeren Gabeln dran machen können. So, genau. Der muss dann quasi wieder zum... Ups, verkehrt rum. Zum, Palettenwerk. Damit wir dort irgendwann demnächst wieder Paletten aufladen können. Gucken, ob das jetzt besser klappt. Ich habe nämlich immer noch keinen Wagen gefunden, der diese Mod-Paletten automatisch lädt, ohne gleich die ganze Lok voll zu hauen. Also zumindest keinen, der auch für einen Traktor und nicht nur für einen Sattelauflieger oder für einen Dolly ist. Daher machen wir das noch manuell. Mann. Ja, wie ihr seht, unser Flug hat immer noch seine Probleme. Er fährt immer noch gerne gegen Bäume. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich den Kurs noch nicht geändert habe und auch noch keine Bäume entfernt habe. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den Gabelstapler, nicht dass er hier mitten auf der Straße stehen bleibt und wir den nachher wieder vergessen. So, das hier ist übrigens dieses Logistikcenter, da sind wir ja in den ersten, einer der ersten Folgen schon dran vorbeigefahren. Hier bringt man quasi Paletten hin und kriegt dann, wenn man es aus dem Lager wieder rausholt irgendwann, wenn man es verkaufen will, wie auch immer, Schüttgut raus. Okay, wie das jetzt mit Paletten funktioniert, weiß ich nicht, ob das überhaupt geht. Auf jeden Fall kann man das dann mit dem Standardhänger wieder... einladen. Wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe. Oder ich verwechsel das jetzt. So, wir sind gleich da. Dann brauchen wir natürlich noch einen Plattformwagen, also einen Ballenanhänger in dem Fall. Damit wir das Zeug auch aufladen können. Aber vorher müssen wir uns natürlich noch um den Flüge-Heinrich da kümmern, der da wieder gegen Baum gefahren ist. Ui. Jo, da vorne sollte irgendwo das Palettenlager sein.
So quasi nach dem Hügel. Wir sind angekommen. So, dann suchen wir uns genau den. Hier ist jetzt noch nicht allzu viel. So, hier haben wir eine, zwei, drei, also eine ganze und zwei angefangene Paletten. Das lohnt jetzt noch nicht so extrem, die wegzufahren. Daher holen wir uns jetzt erstmal leere Paletten. Ja, ich weiß nicht, ob es euch auffällt, in den Videos, die Grafik dürfte ein wenig besser geworden sein. Ich habe mir nämlich eine neue Grafikkarte zugelegt. Eine schöne 1060 Ti mit 6 GB. Damit man das hier alles ein bisschen besser erkennt, ne? So, jetzt habe ich wieder vergessen, mich um den Flug da zu kümmern. Dann machen wir das eben danach. Wir haben doch in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge eigentlich unseren Trecker gewaschen. Jetzt ist ja schon wieder dreckig. Es hat auch gar nicht geregnet. Was soll denn das? Dann müssen wir auf jeden Fall noch einen Abfahrerkurs einfahren vom Hof zur Brauerei, damit wir den Hopfen dort schon mal hinbringen können. Damit wir dann quasi alles fertig haben, wenn wir dann irgendwann mal die Flüssighefe in Produktion haben und die Brauerei starten können. Was hoffentlich in den nächsten zwei, drei Folgen passieren wird. Zuckerrüben waren ja jetzt in der letzten Wachstumsstufe. Die können wir ja dann wieder zur Zuckerrübenfabrik bringen und so weiter und so weiter. Ihr kennt das ja. So, dann sind wir jetzt auch angekommen. Hier müssen wir dann auch wieder Nachschub hinbringen. So, jetzt kümmern wir uns aber erstmal um den Herren da. Wieder voll gegen den Baum. Wie soll's auch anders sein? Weiter geht's im Text. So, wir wollen in den Gabelstapler, in den hier, genau. Ui, das war zu hoch. Das üben wir noch mal. Immer noch. Ernsthaft?
wir machen das doch lieber an der Außenansicht. Was? Das gibt's doch nicht. Der will mich doch absichtlich ärgern, oder? Was sagt ihr? Also das Starplan, das klappt schon mal besser als vorher. Jawohl, das hat beim ersten Anlauf gleich geklappt. Ich bin ja begeistert. Na gut, okay, das ist jetzt noch nicht schön, aber es funktioniert. Jetzt müssen wir mal gucken. Unsere Zuckerfabrik, was die so alles braucht. Zuckerfabrik, da ist sie. Zur Detailansicht. Die braucht nur Zuckerrüben, die braucht nichts weiter. Da kriegen wir dann auch Futtermittel, Zucker und Melasse. Ja, das Futtermittel. Ist jetzt die Frage, was für ein Futtermittel? Ob das jetzt normales Mischfutter ist oder Schweinemischfutter oder... Wir lassen uns überraschen. Ich dachte, da müssen wir jetzt auch noch irgendwie... Jetzt hätte ich ja gleich mal gucken können. Zwecks den Kartonagen, was wir da alles brauchen. Was sind jetzt? Tomaten, Paletten, Paletten, Zellstoff. Was kommt denn da raus? Da kommt Karton und Hackschnitzel raus. Okay, der braucht Brennstoff, also höchstwahrscheinlich Hackschnitzel. Dann braucht er Mais, dann braucht er Leerpaletten, dann braucht er Holzstämme. Gut. Das ist gleich da oben in der Ecke, dann können wir da auch gleich hinfahren. Und Papier brauchen wir, glaube ich, auch. Für die Zigarettenfabrik, ne? Da brauchen wir, glaube ich, Papier. Genau. Kartonagen, Papier, Tabak, Leerpaletten. Wo kriegen wir jetzt Papier her? Noch von vorne anfangen. Brennerei, Säge, nee. Schaffe. Kartonhackschnitzel, ne. Auch nicht. Sägewerk Papier, da wahrscheinlich. Da müssen wir dann also auch noch Holzstämme hinbringen. Also, es wird uns wohl nichts weiter übrig bleiben, als nochmal die Kettensäge zu schwingen. Aber erstmal bringen wir jetzt
Dann gleich die Paletten. Schon mal zum zur Zellstoff. Dingsbums hier. Andersrum. Ich hab schon drauf gewartet, ihr auch, oder? Jetzt haben wir ja vergessen, den Flug umzudrehen. Egal. So, der ist fertig, glaube ich. Genau. Dann fahren wir gleich mit ihm auf Feld Nummer 15, wenn er denn hier sich eingeklappert hat. Und düngen doch auch noch eine Runde. Den Kurs müssen wir gleich nochmal speichern. Moment. Düngen. Was war das? 24. Jawohl. So, dann können wir hier schon mal anfangen. Ne, können wir nicht. Doch, können wir. Wir sind, wir fangen in. Nein. Wir fangen in Südost an, über die längste Kante. Ein Vorgewende reicht. Feld 15 und wir generieren das Ganze mal. Okay, bei dem großen Feld war er jetzt ein wenig überfordert. Den müssen wir bei Gelegenheit auch mal waschen. Vorher müssen wir aber noch zum Händler. Dünger auffüllen. Der ist nämlich schon wieder mal alle. Aber, ihr ahnt es schon, wir sind fertig für heute. Wie es dann mit dem Düngen und dem Palettenstapeln und so weiter und so fort weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten, nächsten Folge. Bis dahin, meine Freunde, macht's gut. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal und teilt es mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten, wie auch immer. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.